Hallo, ich bin Sophia. Ich arbeite bei Bethel im Norden in einer Grund- und psychiatrischen Einrichtung. Erstmal habe ich als Aushilfe gearbeitet und dann daraufhin habe ich mich entschieden, die Pflegeausbildung zu machen. Und ich arbeite jetzt als Pflegefachkraft. In der Schule haben wir sehr viel theoretisch gelernt und wir dürften da auch Übungen durchführen. Und in der Praxis könnte man dann ganz gut mit den Anleitern sehr gut umsetzen. Und das fand ich wirklich ganz toll. In unserem Beruf geht es auch darum, die Menschen zu verstehen. Wenn man sich in ihre Situation hineinsetzen kann, dann liebt man einfach seinen Beruf. Es macht mich wirklich glücklich, wenn ich sehe, zum Beispiel einen Mensch, der unter Demenz leidet, sich an Sachen nicht erinnern kann, mich wieder scheint zu erkennen, mich gar nicht loslassen will, wenn ich bei dem bin und scheint einen Moment wirklich wieder da zu sein. Das macht mich glücklich und dafür wirklich arbeite ich sehr gern.